Der Fahrer bremst, aber man sieht es nicht. Schlecht für den dahinter. Der Fahrer bekommt den Hinweis dazu über das Kombi-Instrument. Also ab in die Werkstatt. Schließen Sie die Star-Diagnosis an und führen Sie einen Kurztest durch. Die Fehlermeldung: Das ESP hat eine Störung. Das schauen Sie sich genauer an, um zu wissen, woran es liegt. Ein Fehler im Bereich des Bremslichtschalters wird angezeigt. Den finden Sie im Sprinter oben am Bremspedal. Wir haben die Verkleidung abgenommen, damit Sie den Schalter nachher besser sehen. Sie müssen das natürlich nicht tun. Prüfen Sie als erstes die elektrische Steckverbindung des Bremslichtschalters auf Beschädigung und festen Sitz. Stellen Sie dann den Schalter ein. Dazu betätigen Sie das Bremspedal, ziehen den Stift des Schalters ganz heraus und führen das Bremspedal in seine Ausgangslage zurück. Zur Verdeutlichung an einem ausgebauten Modell. Dann drücken Sie die Bremse ein paar Mal. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie den Schalter bei Vito und Viano finden. Auch dort ziehen Sie den Stift einfach heraus. Löschen Sie dann den Fehlerspeicher und machen Sie einen Funktionstest. Sehen Sie rot? Dann ist das gut. Sie haben den Fehler behoben.